Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder mal kein Turnier FMA für euch, sondern ich zeige euch heute, wie ich vor jedem Turnier meine Ledersachen putze und vor allem auch, was ich alles putze. Ich wünsche euch ganz viel Spass bei diesem Video. Als erstes zeige ich euch nochmal, was ich hier alles vorbereitet habe. Also wir haben hier meine Stiefelette, die ich anlege zum Parkour schauen. Wie man sieht, sind sie ziemlich dreckig. Hier meine Stiefel, die ich zum Reiten habe. Mein Sattel, meine Lederhalfter. Hier haben wir eine Putzbox, dass ich alle meine Sachen die noch zum Lederputzen brauche. Hier ist ein Kessel mit Wasser schon vorbereitet. Hier haben wir einen weiteren Kessel mit Wasser, wo noch Seife drin ist. Das ist der für das Base-3. Hier haben wir mein Zäumchen, mein Vorgeschirr und mein Gurt. Und hier oben drauf noch die Chaps, die ich anlege für das Parkour. Jetzt haben wir mit den Stiefeletten, die auch ziemlich dreckig sind. Als ersten Schritt und jetzt in den Wasserkessel, wo schon Seife und einfach Wasser drin ist, noch ein Päckchen Bachpulver drin. Weil in diesem Kessel würde ich dann das Beis einlegen, damit der ganze Dreck, der von der letzten Turnier dran ist, mal wieder weggeht. Und das ist jetzt etwas, was ich nicht wirklich jedes Mal machen, sondern etwa jedes zweite, dritte Mal, damit das Biss dann wieder schön sauber ist und der Lemmy es auch gerne in den Mund nimmt. Ihr seht hier am Lemmy sein Biss, das ist, wie man hier gut sieht, schon ziemlich dreckig. Auch hier vorne. Und das tue ich einfach hier drin. Und am Schluss nehmen wir es dann wieder raus und dann ist es dann wieder schön sauber. Der nächste Schritt ist, dass ich mit einem Schwamm, ein bisschen Wasser und Lederseife alle meine Sachen, also Schuhe, Sattel, Gurt, eigentlich nicht unbedingt Zäumchen und Vorgeschirr, aber halt sonst alles, was grosse Flächen hat, und wirklich dreckig ist, alles mit Lederseife putzen. Als nächstes tue ich bei meinen Steigbügeln, die aus Alu sind, hier die Innenfläche putzen, weil da ist meistens Sand oder sonstiger Dreck dran. Und wenn es nicht zu viel dran hat, werden sie rutschig und deswegen tue ich mit so einer, eigentlich wäre sie für die Hufe, die habe ich aus dem Felix Bühler, so einer Bürste tue ich einfach das putzen und dann geht der Dreck eigentlich sehr gut weg. Als nächstes tue ich mit dem Zip-Spray, ich glaube, man kann es nicht so gut lesen, das ist einfach eigentlich wie WD-40, so ein Silikonspray. Und da tue ich jetzt
bei den Stiefeln auf einen ganzen Reissverschluss, damit der Reissverschluss besser läuft und er nicht so schnell kaputt geht. Für das tue ich zuerst den ganzen Reissverschluss einsprayen. Und dann den Reissverschluss ein paar Mal auf und zu tun. Ich mache das schon sehr, sehr lang und bis jetzt ist mir wirklich noch nie ein Reissverschluss von einem Stiefel kaputt gegangen. Dann geht es dann auch gerade mit den Stiefeln weiter. Und zwar tue ich sie jetzt mit der braunen Schuhcreme eincremen. Bei der Schuhcreme dabei ist gut so ein gelbiges Schwämmchen und die sieht dann so aus. Sie ist so leicht flüssig, nicht ganz fest und das geht euch relativ gäbig. Die restlichen Sachen tue ich jetzt mit dem Lederbalsam hier eincremen und für das nehme ich einfach irgend so ein altes Tüchli. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch ein Like da lassen oder sogar ein Abo.
Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.